Also, Induktionskochherd, wie funktioniert denn der technisch? Wir haben eine Spule und wir haben eine Eisenplatte, bei uns die Pfanne. Wir schließen eine Batterie an, es fließt ein elektrischer Strom durch diese Spule, es wird ein Magnetfeld erzeugt in der Spule und wenn ich jetzt ein Wechselfeld anlege, nur dann, das heißt die Drehe, dann wird im Pfannenboden ein Wirbelstrom erzeugt. Das sind eigentlich sozusagen die drei Stufen. Der Elektroherd heizt von unten alles, der Induktionsherd heizt die Pfanne und der Mikrowellenofen heizt direkt das Essen. Kurz ein bisschen Strom im Körper. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir sind ja elektrische Wesen und darum hat diese ganze Technik ja auch einen Einfluss auf uns. Und zwar nicht nur auf uns Menschen, sondern auch auf die Pflanzen und die ganze Natur. Alles funktioniert elektrisch. Nur so ein paar kleine Beispiele. Hirnströme, habt ihr auch schon gesehen, die kann man mit dem EEG messen. Die sind sehr, sehr klein. Ich habe hier etwas gefunden, 50 Mikrowatt, so eine Spitze. Und zwar, was ich sehr erstaunlich gefunden habe, ich als Nichtmediziner, wenn man Augen öffnet und schließt, dann gibt es diese Spitzen. Also was man alles sehen kann in diesen winzig kleinen Spannungen, ist erstaunlich. Und wenn wir dann sehen, was für Spannungen von diesen Geräten erzeugt werden und wie klein, wie fein die Ströme und Spannungen sind, die unseren Körper steuern, ist es wahrscheinlich naheliegend, dass das einen Einfluss haben könnte. Einfach normal hier stehe, weil es hat überall elektrische Felder, sind wir jetzt bei 3 Volt. So, und wenn ich mich jetzt da rein bewege, dann steigt das und ich mache nichts, ich bin schon bei 10 Volt. Und wenn ich den berühre, dann springt er auf 26 Volt. Ich komme nur ins magnetische Feld, in die Nähe, hat eine Auswirkung auf meinen Körper. Und darum heißt es auch immer bei den Sicherheitsmaßnahmen, verwenden Sie Holzlöffel und keine Metallen, weil wenn ich hier einen Kontakt zur Pfanne mache, bin ich schon bei 26. Es fühlen sich nicht so unzählige Leute und Institutionen mit diesem Thema der elektromagnetischen Strahlung befassen, wenn es einfach so bedenkenlos wäre, wie es halt häufig dargestellt wird. Gut, interessant ist da doch schon einmal, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, niederfrequente Magnetfelder in die Klasse 2b der kanzerogenen Stoffe einteilt, also möglicherweise krebserregend. Ich habe dann mich umgeschaut, ja, was heißt denn das? Welche anderen Stoffe tummeln sich denn noch in dieser Klasse? Und Sie sehen es, DDT wurde erwähnt. Das haben wir gestern ausführlich darüber gehört, seit den 70er Jahren verboten. Aflatoxin, Blei, Autoabgase, Bitumen, alle Stoffe, denen wir uns nie und nimmer freiwillig heute mit unserem Wissen aussetzen würden. Aber das starke Magnetfeld ist genau in derselben Klasse drin. Führende und unabhängige Wissenschaftler haben sich da 2000 Studien unter den Nagel gerissen und haben die ausgewertet nach den Resultaten. Gesundheitliche Auswirkungen, und ich habe jetzt nur die Ergebnisse herausgezogen, welche mit niederfrequenten Magnetfeldern zu tun haben. Also nicht Mobilfunk, nicht Mikrowellenherd, nicht was weiß ich, sondern nur die niederfrequenten Magnetfelder. Da hat man zum Beispiel gesehen, Verdoppelung des Leukämierisikos bei Kindern, unter 6 Jahren sogar, und zwar bei niedrigsten Intensitäten, 50 Mal unter dem offiziellen Grenzwert. Da sage ich ja dann auch noch was dazu. Erkrankungen des Hirns werden gefördert. Und da passieren dann wieder verschiedene Dinge. Unter anderem werden die natürlichen Schutzmechanismen geschwächt. Das ist mal die Blut-Hirn-Schranke, die eigentlich dafür sorgt, dass Giftstoffe nicht in das Gehirn gelangen können. Im gesunden Körper sind also die Spins, die Teilchen oder auch das Blut, sind ausgerichtet, die Drehachsen. Man kann dem, und da haben wir gestern ganz viel darüber gehört, man kann dem auch Polarität, Struktur, magnetische Ordnung, innere Ordnung sagen. Das ist, meint im Prinzip alles dasselbe. Der Körper ist aufgeräumt. Oder dann halt, wenn ich mich im Krankheitszustand befinde, sind die Spins nicht mehr ausgerichtet. Es herrscht auch im Körper Chaos. Und der Induktionsherd macht eigentlich genau dasselbe. Es entmagnetisiert die Lebensmittel, die damit gekocht werden. Und der Hintergedanke war jetzt, wenn die Struktur
die Ordnung in den Karotten noch vorhanden ist, müsste eigentlich diese Ordnung an das Wasser übertragen werden. Und das könnte man dann ja anschauen, wie das aussieht im Wasserkristallbild. Gaskocher sieht da von meinem Verständnis her gar nicht schlecht aus. Wir haben eine schöne Sechseckstruktur. Elektroherd sieht ja auf den ersten Blick auch nicht so übel aus. Wir haben die Sechseckstruktur, vielleicht ein bisschen weniger detailliert. Und gespannt war ich natürlich auf den Induktionsherd. Und für mich sieht das aus wie ein Trümmerhaufen. Da ist die Ordnung völlig zerstört, aber es regt sich doch noch irgendetwas Leben auf diesem Trümmerhaufen. Es will sich doch noch irgendeine Kristallform ausbilden, wenn wir das hier nebeneinander legen. Die Vergrößerung ist bei allen drei Bildern genau dieselbe.